Und damit willkommen zu einem neuen Video. Und zwar seht ihr hier schon, dass bei Brickrix eine neue Version draußen ist. Das ist jetzt hier erstmal eine Experimentalversion, die ihr bestimmt kennt. Also nicht das eigentliche Spiel. Das heißt, wenn euch das Update nicht gefällt, könnt ihr einfach in die normale Version wechseln. Das geht. Ich muss mal gucken, was ich euch da alles so zeigen kann, denn ich habe schon ein bisschen reingeguckt und ich bin bis jetzt, muss ich sagen, begeistert. Natürlich gibt es ein paar Sachen, wo man sagen kann, ja, das ist noch doof, aber das Update ist gerade frisch rausgekommen. Weil gerade frisch kann ich nicht sagen, denn das ist jetzt mein dritter Aufnahmeversuch. Ich muss jetzt immer auf die Uhr achten, dass ich nicht über 20 Minuten komme. Und ja, dann würde ich mal sagen, labern wir gar nicht lange drum herum, sondern stürzen uns direkt rein. Und zwar mit der Stadtmap. So, ich habe hier schon so eine gewisse Uhrzeit eingestellt, damit ihr seht, dass hier überall Licht an ist. Ja, die Gebäude, zumindest in der Stadtmap, auf der Brickstone-Map ist es leider nicht der Fall, da haben nur die Hochhäuser Beleuchtung. Aber, wenn ich es mal hier noch dunkler mache, gehen noch mehr Lichter an und das sieht cool aus. So, machen wir wieder Tag. Dann werdet ihr sehen, dass die Glastextur sich von den Gebäuden verändert hat. Es sieht jetzt so aus, als wäre dahinter irgendein Raum. Joa. Die Dachtextur hat sich verändert, ne? Man sieht, das reflektiert jetzt mehr und man wird das hier sehen. Wenn ihr guckt, die Textur hat sich verändert. An sich ist alles gleich. Der Kellzug ist auch gleich, den habe ich gerade noch deaktiviert. Genau, die Map haben wir. So, gehen wir mal auf die Brickville Map. Weil Testlevel ist minimal anders, das brauche ich aber nicht zeigen. Obwohl, nee. Bei der Map funktioniert es besser, sage ich es mal so. So. Wir haben ja hier unsere Strecke. Und ihr seht schon, diese Kurve hier wurde endlich gefixt. Die nervigste Kurve auf den Schienen im gesamten Spiel wurde gefixt. Ich hatte einen Vorschlag reingeschickt, wie die Kurve aussehen könnte. Ich guck mal, ob ich nachher noch ein Bild davon finde, dann kann ich es euch zeigen. Hier ist jetzt nur noch eine leichte Kurve, aber der Rest geht geradeaus. Das sieht, glaube ich, gleich aus. Genau, das könnte sein. Die Map an sich hat sich nicht so wirklich verändert. Es sind halt hier diese... Die Glastextur ist halt anders. Und was hier aber ziemlich cool ist, ihr wisst ja noch, dieses nervige Züge-Spawn. Das könnt ihr hier für immer vergessen. Denn ihr geht hier einfach in den Editor. Ja, da haben sie den Editor versteckt. Und... Ich sag das jetzt mal so. Ihr kennt ja diese neue Zugtechnik, die ich auch schon angewendet habe bei meinen... Neuen Deutschen Bahn, so könnt ihr mal gucken. Da habe ich ein Video drüber gemacht. Da habe ich nichts erklärt oder sonst einfach nur, da seht ihr den halt. Und ich habe einen Brickrix-Zug in der alten Version gebaut und habe den umgebaut. Aber immer noch nicht die neue Technik. Man hat gerade das Hintergrundbild gesehen, das ist noch alt. So. Ich spawn ihn jetzt mal. Er spawnt genau vor dem Bahnsteig. Wenn ich jetzt einfach mal losfahre, kann das Ding nicht nur ziemlich schnell fahren, sondern, ihr seht, er entgleist nicht. Ja, er entgleist nicht. Wenn man zu schnell fährt, entgleist er natürlich, aber ihr seht, ihr könnt wieder alte Züge benutzen. Und diese fahren sogar sehr stabil. Falls ihr den Zug nicht kennt, kann ich das Video davon auch mal verlinken. Oder habe ich das Video überhaupt davon? Nicht, dass ich wieder irgendeinen Käse erzähle. Muss ich danach gucken. Ihr werdet ja sehen, ob es verlinkt ist oder nicht. Hier ist auch diese starke Kurve weg, die hier mal war. Das heißt, es gibt jetzt mehr Geraden. Das ist cool. Genau, haben wir das auch. Machen wir mal schnell weiter. Ich weiß gar nicht, ist hier noch eine Map, die man groß zeigen kann an sich? Nicht. Bei der Wüste hat er jetzt, wurde jetzt dieses Silo entfernt. Genau. Was ich euch jetzt aber mal zeigen kann noch. Ich wollte erst
ein Video zu diesem LKW machen. Der ist gerade frisch in meinem Workshop erschienen und ich weiß nicht, ob euch was auffällt. Ich mach mal, wir stellen mal auf 18 Uhr. Jetzt noch was. Ja, keine Sorge, das ist kein Bug. Kommt runter, es ist kein Bug, es ist ein Feature. Es ist tatsächlich ein Feature, denn man muss in den Editor gehen und dafür öffne ich jetzt einfach mal die Version, die ich umgebaut habe. Editor öffnen. Sieht gleich aus, aber... Hm? Wie hat er das gemacht? Ah, das ist gut, das geht ganz einfach. Denn ihr könnt jetzt, wenn ich das hier mal wegmache, sorry, war kurz ein bisschen hell, ihr könnt die Lichter einstellen. Das heißt, ihr könnt das hier invertieren, hochzeigen, runter, links, rechts. Ihr könnt das alles einstellen. Ihr könnt sogar hier das Lichtkegel anders einstellen. Sprachen lernen. So ist er relativ weit vorne. Und ihr könnt es auch einstellen, dass es hier so ein Rundumlicht ist oder dass es halt aus ist, so wie es standardmäßig ist. Das ist sowas, das kann man mögen. Muss man aber nicht. Ja, wie gesagt, ich wollte es darüber ein Video machen, aber dann kam das Update und hat mich voll überzeugt. Denn, wenn wir jetzt einfach mal hier auf... Ich weiß gar nicht, konnte man das hier nicht machen? Nee, kann man schon mal nicht. Ich gehe nochmal hier in den Editor. Wenn wir jetzt mal gucken. Wir fangen bei den Gelenke-Tab an. Wir haben hier oben... Also halt... Den 9er-Bereich, außer das Gelenke, das gab es schon. Haben wir neue Gelenke. Noch ein neues Gelenk finden wir hier. Das gab es nicht. Und ich sag mal so, dieses Gelenk, das hier, ich hole mal das andere am besten auch noch und das ist das Gegenstück. Süß, oder? Und normalerweise sieht ein Gelenk so aus. Normalerweise sieht der Gelenk so aus. Ihr seht, das hier ist ein Witz dagegen. Das ist nichts. Aber, dadurch, dass es so schmal ist, könnt ihr natürlich besser eure Tür zum Beispiel verstecken, falls ihr irgendwie... Oder irgendein System, was auch immer ihr da baut. Ich weiß ja nicht, was ihr da baut. Was es dann noch gibt, ist hier so ein... Okay, jetzt war mir schon klar, dass das nicht geht. Es gibt hier so eine Art Kolben. Finde ich cool. Muss man wirklich sagen, das ist... Es gab es vorher nicht. Und es gibt ein Gelenk. Da holen wir mal wieder den Vergleich. Das ist das Standardgelenk. Das ist das neue Gelenk. Das ist ein Bruchteil von dem hier. Da gibt es hier noch so ein einfaches Scharnier. Ne? Ich glaube, da muss ich euch gar nicht den Vergleich zeigen. Ich glaube, das ist relativ klar. Ich kann es aber trotzdem mal machen. Das ist ein Standardscharnier. Also, das ist ein Witz. Ihr könnt es tatsächlich wie ein ganz normales Gelenk einstellen. Ich weiß noch nicht, warum 360 Grad möglich sind, aber das ist Prickwix-Sache, ist ehrlich. Ja, dann gibt es hier noch neue Steine. Es gibt hier solche Platten, wo man Muster drauf machen kann. Oder halt solche ganz kleinen Textsteine, ganz klein. Deswegen, weil ihr seht, das sind hier verschiedene Ausführungen. Das hier ist ein kleiner skalierbarer Stein. Der ist genauso groß wie dieser Textstein. Und das finde ich cool. Aber es gibt noch was Besseres. Und zwar gibt es jetzt endlich Lenkräder. Es gibt ein großes Lenkrad und ein kleines Lenkrad. Jo. Finde ich cool. Gab es vorher halt noch gar nicht. Kurzer Nachtrag beim Videoschneiden, ist mir nämlich aufgefallen, dass es auch noch neue Anhängerkupplungen gibt, das habe ich aber total vergessen. Ich werde höchstwahrscheinlich, sage ich extra, darauf liegt die Betonung, werde ich meine S-Bahn, die ich im Workshop hochgeladen habe und auf YouTube gezeigt habe, werde ich höchstwahrscheinlich die Kupplung updaten und naja, jetzt aber weiter mit dem Video. Und was es auch noch gibt, es gibt hier, das ist der Standardsitz. Man sitzt da jetzt auch ein Dummy drauf. Das ist so ein, ja, ich denke mal so eine Art Rennsitz und das ist eine Liege.
Bricks entwickelt sich momentan in eine positive Richtung, muss ich sagen. Ich glaube, ja, oh, wieder nicht zu viel plappern, sonst ist es ja. Ne? Das war auf jeden Fall das, was ich mal gezeigt haben wollte. Ich weiß nicht, ob ich noch was in der Eile jetzt vergessen habe. Denn ich nehme jetzt immer mit einem Programm auf, was flüssiger aufnimmt, aber dafür eine maximale Zeit von 20 Minuten hat. Ich jetzt auch gerne auf 30 Minuten, aber suchst du dir ja nicht aus. Gut, ich denke mal, das war's soweit. Ich wüsste nicht, dass ich hier noch etwas zeigen könnte, weil ich habe nichts anderes bemerkt. Bis dann. Ciao.